So Leute, da sind wir wieder, blub blub und so, Ström, Fallout 3 immer noch und es will einfach nicht enden und ich muss schon wieder Epoxidharz nutzen. Und ja, das Spiel hat mich eben rausgeschmissen, habt ihr ja gemerkt im letzten Part. Gemein, nicht nett. Ah, komm schon, also, ne, das ist ja Definition von gemein, ist nicht nett. Hallo? Willst du bitte sterben, Soldatenfutzel? Du möchte gern Soldat. Ja, da ohne kannst du verrotten, ist mir egal. So, diesmal mache ich dich aber kaputt, du blöder Turm. So. Und Artillerieschlag. Komm schon. Wo auch immer der herkommt. Noch einen. Nächsten, komm. Und noch einen. Und noch einen hinterher, weil es so schön aussieht. Weil es mein Aim gar nicht beeinflusst oder so. Sorry. Oh, guck mal, wie die keinen Schaden davon nehmen. Es ist so dreckig. Jetzt habe ich mir auch noch selber geblitzt, Dingst. Oh, und das geht runter, Leute. Wow. Ich habe das Gefühl, mit Powerrüstung wird man da noch eher getroffen mit. Ja? Haben wir? Haben wir noch nicht. Komm, noch ein Artillerieschlag. Komm. Vielleicht jetzt diesmal. Och, wie ich nicht treffe. Kannst du mir durch erzählen, dass diese super Stahlrüstungen da nicht Energie auf sich leiten würden? Guck mal, ich treffe immer daneben. Abgesehen davon, dass das Fadenkreuz auch bei Fallout wirklich absolut bescheiden ist. So, Treffer, tot. Nächster, komm, auf. Tot. Geh sterben. Los, mach, stirb. Stirb! Stirb, du Ratte! Die Rüstung ist um einiges besser für den Kram als die andere. Die Höllenfeuerrüstung. So. Schnell nochmal die Kleidung. Zap. Zap. Läuft. Bin ich wieder fit? Ihr seid fast tot. Alles ist gut. Da drin wären noch Todeskrallen. Ja, da sieht man. Siehst du die Kralle? Ja, da drin sind Todeskralle. Habe ich keinen Bock drauf. Könnt ihr euch mal muscheln, Leute? Bitte stirb. Stirb schnell. Ach, wieso stirbst du nicht? Wo hat der Typ wieder so ein Laserding aktiv? Egal, ist mir wurscht. Wir gehen weiter. Endlich. So, hier waren wir nämlich auch schon. Oh, ist unglaublich. Fallout 3 mag mich momentan echt nicht. Ich könnte die Geschütztürme da oben zerstören. Die Leute sind mir jetzt alle schon weitergelaufen. Ach ne, hier sind sie noch. So, tot. Schön aufteilen, damit die Bruderschaftler hier richtig schön durchkommen. Und vor allem die dämlichen Höllenfeuerfutzels hier wegbrezen. Denn das sind die schlimmsten von allen. Haha, ihr trefft nicht. Ihr seid voll doof. Ey, wenn du mich jetzt. Ja, guck mal, wie perfekt die treffen können. Trefferchance 500%. Selbst hinter dem. Du Arsch, ne? Pritzel den Hund ruhig mit weg. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder. Biogel der Aliens. Bestes Mittel. Da brauchst du keinen Sunny mehr. Ist viel geiler als ein Sunny. So, du gehst jetzt drauf. Dankeschön. Ich muss eine Struktur neben ihnen treffen, dann kriegen sie auch definitiv Schaden über Zeit. Weil dann diese Bubble da stehen bleibt. So zum Beispiel. Und ganz massiven Schaden. Ich meine, wir sehen das ja an uns selbst. Mit dem Ding können wir uns auch ganz schnell selber töten. Na, komm schon. Die! Die, Bitch! Die! Oh Gott. Es ist einfach zum Kotzen, ne? Diese Szene gerade. Dieses Mexican Standoff. Keiner kann irgendjemandem was. Endlich bist du tot, du Napp, ey. Und wir haben noch ein Level bekommen. Unglaublich. 100 große Waffen. Sehr gut. Ich hätte eigentlich nichts reinstecken müssen. Ich hätte das schon fast mit, Größe zählt machen können. Ja, komm, Medizin läuft. Vielleicht ist Biogel dann wirksamer. Und was können wir noch machen? Verständnis? Ja, ist Unsinn. Hier und jetzt brauchen wir auch nicht. Obwohl, wisst ihr was? Hier und jetzt. Ich wollte es nicht nehmen, aber ich nehme es jetzt, damit wir volle XP bekommen fürs nächste Level. Und diesen letzten Kampf gleich. In der mobilen Station.
Auch mal mit voller Medizin vor allem. Ja, komm, Rest auf Nahkampfwaffen läuft. Dankeschön. So, und vor allem will ich jetzt eines haben. Nämlich fast perfekt. Alle Statistiken auf 9. Yay! Und damit können wir auch mehr tragen. Wir können jetzt genau 300 Gewichteinheiten tragen. Yay! Sehr, sehr gut. Ich will aber noch eines, und zwar diese Rüstung. Jetzt. Guck mal, jetzt könnte ich sogar die ganze Rüstung mitnehmen. Das ist voll gut. Ich kann mir jetzt einen auf Ersatz mitnehmen. Das gefällt mir. Hallo Sassi, schön, dass du da bist. Hallo. Ein kleines Hallo, warum schleichst du dich hier rein? Du sollst nicht reinschleichen. Ja, das ist die mobile Basis der Enklave. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Rampe da runterkommt. Ich weiß noch nicht mehr wie. Aber das ist ja nichts Neues. Ich kann nicht mehr schnell speichern, das ist ja awesome. Ist ja voll geil. So, hier ist eine Rampe irgendwo, die muss da runter. Wo ist denn die Rampe? Das könnte die Rampe sein, da hinten. Wie lassen wir die nochmal runter? Ich glaube, ich muss in den Turm. Das könnte sein. Müssen die nicht eigentlich Bruderschaftler sein, die mir hier helfen? Haben die alle gekillt? Oh Gott, das wär's, ne? Das wäre so richtig, richtig geil. Oh Gott, so viele Herzen, ja. Oh, wie sie voll drauf abfahren auf Perry, ne? Au! Oh, kannst du mal aufhören, Miststück? Ich schon wieder fast töte mit dem Scheiß, ne? Okay, ich sollte jetzt eine andere Waffe nehmen langsam. Luftraumkontrollturm. Ich glaube, damit sorgen wir dafür, dass da die Rampe runtergelassen wird. Ist hier noch jemand? Feuer. Ja, ich wollte auch sagen, jetzt ist hier jemand stationiert. Da ist doch sicher jemand stationiert noch. Bevor der uns in den Rücken fällt. So, noch ein bisschen Biogel. Damit wir wieder Spaß haben können. Da. Sehr gut. Wir haben jetzt maximale Stimpack-Auslastung im Grunde dadurch bekommen. Es war eigentlich Verschwendung, das eine Perk, aber ich wollte eh nichts mehr. Also, fu it. Fu it einfach. Wo war der Knopf? Kontrolle der mobilen Plattform. Plattformkontrolle, alles geht nicht. Funkstille. Aber wir haben immerhin die Rampe jetzt runtergelassen. Können wir es sehen? Ne, sehen wir natürlich nicht. Oh, guck mal, was da ankommt. Vertibirds! Sind die jetzt auf unserer Seite oder nicht? Aber es sieht so aus, wenn hier alles auf die feuert. Ach, jetzt kommen die erst. Ah, jetzt kommt die Einsatztruppe. Ja gut, ich habe die Befehle auch nicht mehr gelesen, also. Nö, ich weiß von nix. Ich habe einfach mal gemacht und dann war das gut. So, raus hier. Adams Air Force Base for the win. Tra-la-la-la-la-la-la. So. Jetzt wieder wegschnetzeln. Ach, guck mal, wie sie da oben stehen, die Schweinebärchens, ne? Guck mal, wie sie da oben stehen. Vielleicht können wir ja jetzt schon was wegsnipen. Ha! Schön Volltreffer erlebt. Geil, oder? Noch einen, komm. Bam, yes! Ihr werdet kein Feuer mehr auf meine Leute regnen lassen. Was, zur Hölle? Hm. Wir wollen alle Herzchen haben, oder? Ich will auch Herzchen haben. Niemand gibt mir Herzchen. Dieser Bereichsschaden ist einfach awesome. Ich kann einfach nur vorne auf die Deckung von denen feuern und sie werden trotzdem getroffen. Normalerweise muss man so etwas erstmal haben da. Wo feuert auf mich einer? Ich sehe halt auch nichts. Ach so. Tot. Tot. Den würde ich nämlich später eh nochmal begegnen, deswegen mache ich es jetzt lieber kaputt. Weil dann nerven sie mich nicht so. Komm, du musst doch jetzt sterben. Der hat ganz schön einen Reduktionseffekt von dem Ding. Dann. Da ist die Rampe. Da ist die Rampe. Sehr gut, endlich. Endlich. So, Enklave-Futzels. Jetzt geht's euch an den Krogen. An den Krogen, sage ich euch. Oh, da hat es aber einige Bruderschaftler hingerafft. Wie ihr seht. Oh well, ist mir egal. Da achten wir gar nicht mehr drauf. Wir ballern jetzt alle weg. Jetzt gibt's richtig einen auf Schnauze. Denn das ist denn ihr letzter Stand. Alles, was wir noch haben, ist hier.
Nein, Madeline sollst du nicht, nur wenn ich das erlaube. Ja, Paint als Mod. Nee, nee, das fangen wir gar nicht erst an, sowas. Arbitrary hoch 15, no, no. Deaktivieren. Wir sind sehr gut in Wissenschaft und sehr gut in Reparieren. Wir können alles. Ach, natürlich. Ups, das war ein Fehler. Ah, aktivieren! Aktivieren! Oh, damn, die können das selber deaktivieren, ihr Schweine. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bitte tötet mich nicht! Lasst meinen Hund in Ruhe, ihr Schweine! Das ist mein Köter! Das ist mein toller Köter! Jetzt stirb! Stirb, du Drecksstück! Das ist der andere Penner. Du wirst hier kein Feuer mehr. Anführer des Enklaventrupps Sigma. Ja, dein Anführerdasein hat es gerade geendet, mein Freund. Du hast mich meinen Hund angeschossen. Wir sind nur ein Schleimhaufen. Kannst du bitte aufhören zu schreien, damit ich deine Rüstung klauen kann? Danke. Jetzt kann ich natürlich nicht mehr die Rüstung dabei haben. Ist die besser? Nee, ist genau derselbe Quatsch. Okay. Guck mal, ich krieg nur 1000 Kronkorken für die Rüstung. Das ist gar nichts. Ich müsste wahrscheinlich 50.000 bezahlen, wenn ich sie kaufen wollen würde. Das ist einfach ein Wohltat, dieses System. Das ist das erste Mal, dass ich das hier öffnen konnte, Leute. Das allererste Mal. Brauche ich nicht. Geile Scheiße. Und hier kann ich meine Schrotflinte reparieren. Ich meine, könnte ich auch so. Ich habe noch Epoxidharz ohne Ende, aber da nehme ich doch lieber Waffen, die dann kein anderer mehr gegen mich verwenden kann. Und guck mal an, hier gibt es auch richtig geilen Scheiß noch. Ja, das ist wohl eines der besten Lager überhaupt im ganzen Spiel, dieses hier. Ich meine, schaut es euch an. Mit richtig geil Drogen noch dabei. Ich meine, ich würde sie nicht nehmen, aber man kann sie gut verkaufen. Das ist der einzige Nutzen, den die für mich haben. Nein, ich deal in real nicht mit Drogen, sonst hätte ich mehr Geld. Und wäre wahrscheinlich auch im Knast, aber naja. So. Nee, Plasma-Granaten brauche ich eigentlich nicht, diesen Quatsch. Jo, läuft. Haben alle getötet. War hier nicht noch was? Hier war doch noch was. Ich weiß, dass hier noch ein Event war. Also kein, ja, nicht wirklich Event, sondern... High Security Clearance hier hinten, oder? Ja, guck doch mal, mein Freund. Hallo. Hallo. Nein, tun Sie mir bitte nicht weh. Ich arbeite doch nur hier. Was machen Sie hier unten? Ich arbeite mit Robotern. Ich repariere sie. Ich habe gesehen, was Sie gemacht haben, bevor Sie in die Basis gekommen sind. Sie tun mir doch nichts, oder? Und du meinst Timeout Paint. Du meinst Timeout. Ja, das hatte ich auch nicht vor. Ach, dem Himmel sei Dank. Ich bin Styx. Sehr erfreut. Ebenfalls sehr erfreut. Ich würde gerne ein paar Fragen stellen. Mann, bin ich froh, dass Sie bemerkt haben, dass ich keiner von diesen Verbrechern bin. Ich werde Ihnen alle Fragen beantworten. Tut mir noch nicht weh, ja. Was für Verteidigungseinrichtungen sind im oberen Stock? Nun, genau über uns ist eine Todeskrallen-Forschungsanlage. Die meisten Todeskrallen sind draußen im Kampf. Oh, Kuchen. Werden schon hier sein. Geil. Außerdem gibt es ein paar Roboter in der Anlage, die über den Zentralrechner gesteuert werden. Und dann sind da noch ein paar uniformierte Kerle, aber bei weitem nicht mehr so viele wie früher. Okay, alle Roboter werden von einem V31 Zentralrechner gesteuert. Ich habe Robotikexperte, cool. Ach. Wie schön, endlich jemanden zu treffen, der versteht, wovon ich rede. Es ist eigentlich eine modifizierte Version des V29, aber mit verbessertem RR-Protokoll und weitaus sicherer Datenübertragung. RR-Protokoll? Robot-Robot? Wenn Sie in den Zentralrechner einzusteigen, könnten Sie alle Roboter in der Anlage steuern. Satellitenturm? Der Satellitenturm befindet sich auf dem Dach der Basis. Sie müssen ihn gesehen haben, als Sie hereinkommen. Ich hatte noch niemals Robotik-Experte, Leute. Noch nie. Um auf die Abschussplattform zu kommen. Noch nie im ganzen Spiel. Ever. Sie es wahrscheinlich mit ein paar Soldaten zu tun, bevor Sie den Satellitenturm erreichen. Das ist ja geil. Okay, wo ist der Zentralrechner? Sie müssen in den oberen Stock. Der Zentralrechner steht so ziemlich in der Mitte des Stockwerks. Och, Blair, das ist aber lieb. Sie sind ja äußerst hilfsbereit. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Ich will schon lange weg. Ich habe Sachen für die Enklave getan, verstehen Sie? Sachen, auf die ich nicht stolz bin. Ich habe Toiletten geputzt mit einer Zahnbürste. Als die Enklave mich aufsammelte, litt ich an Strahlenvergiftung und war halb verhungert. Ich stand in ihrer Schuld. Aber jetzt ist es Zeit zu gehen.
Sie sind die perfekte Ablenkung, damit ich mich mit ein paar Robotern und Vorräten aus dem Staub machen kann. Ich helfe Ihnen und Sie helfen mir. Viri, wie ich jetzt dachte, das wäre Toro gewesen, die das schreibt. Los, Sparky, Hoover, gehen wir. Ach, hallo. Sie sind ja wieder zurück. Ich will mit dir nicht reden. Dankeschön. Tschüss. Sparky und Hoover? Sind das die zwei da hinten? Ach, guck mal, Sparky. Es wird keine Einmischung in unsere Sicherheitsoperationen geduldet. Das ist ja lustig. Und wo ist Hoover? Da ist Hoover. Hallo, ja. Ja, moin. Geil. Ein weiterer glorreicher Tag in der Geschichte unserer Armee. Oh Gott, bist du scheiße. Einen schönen Tag wünsche ich. Ja, cool. Styx hat uns eine gute Information gegeben. Sehr, sehr gute sogar. Und wir haben hier noch mehr geilen Scheiß. Alter, wie gut ist das denn? Saugut. So ein Stash, ne? Den findet man nicht irgendwo einfach mal. Oh, schaut's euch an. Die ganzen Pfeile, die kein Mensch braucht. Hier Blutpakete und die ganze geile Kacke hier. Schön Wasser, schön alles dabei. Nein. Jet können wir auch noch mitnehmen. Die haben, oh, guck mal, wie viele Redaway die auch noch hier haben und alles. Blutpakete wieder. Cool. Cool, cool, cool. Wie gesagt, ich konnte die Sachen hier noch niemals öffnen, weil ich nie die Fähigkeiten dafür hatte. Boah, schaut mal, wir haben jetzt 570 TP auf Level 30. Wow. Wir sind ein richtiger Tank. Ein richtiger Tank, Leute. Ein richtiger Tank. Okay, du hast hier auch noch geilen Scheiß. Den wollen wir natürlich auch noch haben. Da, wo übrigens die Massen rauskamen, müssen wir gleich hoch, denn da geht's rund. Da ist unser Ding. Achso, das ist jetzt nur nochmal zum Werkbankeln. Aber wer braucht den Scheiß, ganz ehrlich? Das brauche ich. Wisst ihr später warum. Okay, gehen wir wieder da hoch, hä? Oder ist hier noch was Schönes? Kann ich hier noch jemanden freilassen? Nö, nö, ist okay. Nur ein paar Roboter, die hier gewesen sind und jetzt nicht mehr hier sind, die zum Laden hier waren. Okay. Waffe läuft. Haben wir noch irgendwas zum Reparieren? Ja. Oh, die furchte... Oh, warte, warte, warte. Nee, nee, die muss ich jetzt auch noch reparieren. Die furchterregende Flinte. Das bin ich hier schuldig. Und unser Heckenschützengewehr. Yes. Oh, jetzt hat es endlich mal ordentlichen Schaden, Mensch. Heckenschützengewehre findet man in diesem Spiel so wenig, habe ich das Gefühl. So unglaublich wenig. So, hier geht's weiter. Das Ganze speichern wir natürlich noch. Was, was nennt man Geschirrspülmaschine? Ihr habt sowas? Ich habe auch keine Geschirrspülmaschine, Leute. Wie ihr alle im Luxus schwelgt, ne? Das ist ja unglaublich. Wirklich, du Narr. Ey, ich hab dir einmal mit zum Ding irgendwo hingeschossen und schon bist du noch Matsche. Storage, I like. Wo ist der Zentralrechner, Leute? Ich will wissen, wo der Zentralrechner ist. Wer weiß, wo der Zentralrechner ist? Stockwerk drüber? Da ist ein Dormitory, wie es aussieht. Ja, ich bin hier im Dormitory. Wo ist der Zentralrechner, Mensch? To Launchpad. Au! Was war das denn? Ach so, der hat mir so ein... Oh, guck mal, der arme Hund, überall Blut. Zum Glück ist er nicht wirklich stark beschädigt, weil das Vieh hält echt viel aus. Keiner auf der Toilette? Klang, als wäre einer auf der Toilette. Ach, guck mal. Patrouillen ab. Sicherheitsverstoß. Feuer frei. Angriffsmuster. Gott, wenn ich jetzt wüsste, wo... Wirklich? Wenn ich jetzt wüsste, wo der Zentralrechner ist, ne, dann könnte ich sofort alle Roboter gegen die, Mainframe. There it is. Lass meinen Hund in Ruhe, ich sag's dir. Genau, wenn die Waffe weg ist, dann bist du nur noch Matsch. Okay, wo ist... Hier irgendwo muss der Zentralrechner sein. Ja, das ist mir egal, hier liegt nur Essen, Essen brauche ich nicht. Feindliches Ziel entdeckt. Neutralisierung eingeleitet. Warning, Live Death Clause.
Hier hinten war der Mainframe irgendwo. Das ist der Mainframe. Ja, beschießt mich ruhig, ist mir egal. Ich will nur den Mainframe. Ach, der ist Todeskrallenforschung. Ich dachte, hier wäre der. Abandoned? Nein, vielleicht. Attempted, ja. Dankeschön. Ich krieg keine XP mehr, leider, Leute, aber naja. Ist ja auch die letzte Mission, die wir machen. Schutzstationenfeld aktivieren. Todeskrallenfeld aktivieren. Oder deaktivieren. Wirklich. Die sind so lästig, ne, diese komischen. Wo ist der Mainframe? Zurück! Bist du auch böse? Ja, der ist böse. Oh, schon wieder so ein Arsch. Es wird gefeiert. Sehr gut. Da hat eine dreckige Plasmagranate auf mich gefeuert, ey. Miststück, dass du bist. Wo ist denn jetzt der Mainframe hin? Der war doch hier, dachte ich. Medical Bay. High Security Clean. Mainframe! Geht das jetzt? Na komm. Ah, da war's aber. Ja, die schreien immer noch, wenn sie Matsche sind. Die können das. Vielleicht höre ich das auch nur. Mit meinem schlechten Gewissen. Und dann denke ich wieder dran, was die alles angestellt haben. Und dann fühle ich mich nur gut. Ja. Du machst keine Explosion, du Sack. Okay, da liegen tote Roboter. Du gurgelst vor dich hin. Hier, den wollte ich haben. Innere Tür, nach draußen, Waffenhaus aufschließen. Sehr gut. Was hast du hier noch? Electronics, korrekt. Sehr gut. Das war ein ordentlicher Hack für das, was wir jetzt tun. Nämlich, Diagnose. Sind online, Verteidigungsmodus. Ja, Enklave auf Ziel ausrichten, ja. Sehr gut. Robotikexperte läuft. Und jetzt übernehmen die für uns zum Großteil die Arbeit. Ach, ist das nicht schön. Good robots. Really good robots. I love them. The little buggers. Okay, wo bin ich jetzt hier? Ah, ich bin draußen. Sehr gut. Da wollen wir hin. Rüstung der Enklave braucht kein Mensch. Oh, scheiße. Ich brauche nur die Höllenfeuerrüstung. Wer feuert denn auf die? Ach, der Geschützturm. Haha. Ihr Narren. Das letzte Mal, als ich auf dem Dach war, war es etwas ekliger, muss ich sagen. Verschwinde. Verschwinde. Ha. Miststück. Du setzt dir keine ab. Würdest du bitte nicht auf die Roboter gehen, Hundi? Die machen hier nämlich alles für uns fertig. Guck mal, wie schön das ist. Keiner von denen greift uns mehr an. Das ist so wunderbar. Hätte ich das gewusst, dass Robotikexperte so geil ist, ne? Au. Oh Gott. Ja, ich halte mich schon raus. Tschüss. Ihr dürft das gerne machen. Ich habe keinen Bock da drauf. Aber wartet mal. Ich könnte aber schon hin und wieder mal einen reinballern, ne? Oh, Hundi, kannst du mal aufhören? Die machen das doch schon für uns, unsere Robotfreunde. Bis sie halt tot sind, ne? Ist mir egal. Ist mir ganz egal, wer stirbt. Ist beide wert, dass ihr drauf geht. Da war er. Okay. Hey, Hundi. Machst du gut. Gutes Hundi. Nein, komm schon, wechseln. Waffen wechseln. Wir wollen hier keine Enklavenschweine haben. Behalt sie. Yes. Da sind sie tot. Es ist so gut, dass man die einfach so wegballern kann. Das ist so schön. Ah, da freut man sich immer wieder. Da geht einem das Herz auf. Wenn Enklavenkörperteile um die Ohren fliegen, dann freut man sich richtig. Was willst du dich schämen? Auf Überlebende, wenn ich's kann. Obwohl besser nicht, Nara.
Ist kein Spiel wie Dark Souls oder so, wo das so gut machen kann, finde ich. Weißt, da ist jemand! Verloren, tschüss, ich geh wieder. Ihr seid voll die Helden, ey. Oh, ich hasse euch mit euren scheiß Hochöfen, ne? Vor allem müsst ihr euch doch Sorgen machen, dass eure eigenen Roboter gegen euch sind. Das müsste euch doch zu denken geben, dass die Roboter hier rumstressen und alle umbringen wollen. Hallo, mein Freund, na? Jetzt darfst du raus, jetzt darfst du alle töten. Und sorg dafür, dass mein Hundi nicht stirbt. Guck mal, wie ihm einfach einen Kopf schießt. Ihr macht's übers Geländer gebeugt? Na ja, gut, wenn ihr meint. Kann man mal machen, ne? Fahrzeuge funktioniert, nice. 60% Chance? Nicht sehr gewiss. Wo ist denn der Roboter? Ich hab doch hier keinen gehört noch. Muss noch einer rumfliegen? Hm, komisch. Naja, mir soll's recht sein. Ein bisschen Raketen einsammeln. Jo, Spinne sind leer, ist mir egal. Ja, das war so ziemlich das Ende. Haha, jetzt passt auf. Nutzlast überprüfen. Ablenkungssatelliten Bradley Hercules hergestellt. Detaillierte Nutzlastüberprüfung. 4 sind leer, 4 sind bereit. Alle Feuerkontrollsysteme zeigen grün an. Satellit zum Ausrichten und Abfeuern der Nutzlast bereit. Nutzlast laden. Ja, Fehlerlader hat wer. Okay, er kann nichts Neues mehr laden. Er hat nur die, die er noch hat. Mehr gibt's nicht mehr. Das heißt, wenn der einmal alles weggefeuert hat, ist vorbei. Diesen Satellit kann man nicht mehr reparieren. Er bleibt dann im Orbit mit seiner Nutzlast. Den Rest, den er noch hat, was soll's. Satellitenstatus überprüfen. Ablenkungssatelliten Bradley Hercules hergestellt. Bradley Hercules, oh mein Gott. Antrieb ist ein Fehler. Elektrik okay, Optik okay, Navigation okay, Nutzlaststatus okay. Ladehardware auch ein Fehler, Starthardware okay. Antriebssystem zeigt rot an. Antrieb nicht verfügbar. Fehler beim Laden der Nutzlast. Restliche Nutzlasten in Feuerposition geschaltet. Alle Feuerkontrollsysteme zeigen grün an. Satellit zum Ausrichten abfeuern der Nutzlast bereit. Ja. Irgendwie muss ich den ausrichten können. War das hier? Oder brauche ich dafür ein extra Terminal? Es kann sein, dass das hier war. Satellitenstatus. Ich will jetzt nichts falsch machen, Leute. Ich werde mich kurz nochmal umgucken, aber hier machen wir gleich weiter. Eine Sekunde. Kommunikationsterminal. Satellitenverfolgungsanlage. Soll ich das noch lesen, Leute? Ja, ich lese das noch. Transfer. Anforderungen. Hey, ihr da drunten, der neue, den ihr geschickt habt, ist schrecklich. Der kann ja kaum seine Schnürsenkel binden. Das sind hochentwickelte technische Anlagen hier oben. Ich kann ihn nicht an diese technischen Geräte lassen, sonst fordert er wahrscheinlich aus Versehen einen Orbitalangriff auf den Stützpunkt an oder stellt ähnliche Dummheiten an. Ja. Ich habe eine Idee. Warum schickt ihr nicht den Kerl her, der die Toiletten reinigt? Dann kann ich ihm diese Aufgabe zuteilen und bin gerettet. Das ist dann, der hat wirklich so schwer taugliche Hilfskräfte zu finden. Da die Verfolgungsanlage. Hey, ihr da drunten, ich bin es wieder. Werdet ihr jetzt endlich einen Techniker hier raufschicken, damit er sich um diese Satellitenverfolgungsanlage kümmert? Ich schwöre, dass sie alle paar Tage ausgeschaltet wird und dann brauche ich wieder mehrere Stunden, um das System hochzufahren und die Verbindung zum Satelliten herzustellen. Das ist ja lächerlich. Missbrauch von Mentats. Leute, dieses war der zweite Streich. Das ist jetzt schon der zweite Schwachkopf, den ihr raufgeschickt habt. Ich habe nämlich die Nase voll. Zuerst dachte ich, er sei in Ordnung, aber gegen Mittag ließ die Wirkung seiner Mentats nach und plötzlich konnte er kaum noch ein normales Gespräch führen, geschweige denn an einem Satellitenkontrollterminal arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, dass hier oben ein Junkie ausrastet, sobald seine Pillen nachlassen. Macht euren Fehler schleunigst wieder gut. Durchgedrehte Roboter. Roboter spielen verrückt. Vor ungefähr 15 Minuten sind hier alle Roboter einfach durchgedreht. Das war ich. Und haben begonnen, jeden anzugreifen. Die Wachen und der Neue konnten sie im Lagerbereich einsperren. Aber es muss sofort jemand hier rauf, um sie unschädlich zu machen. Was geht da drunten eigentlich vor? Da drunten. Freak. Sicherheitsterminal. Stationstüren aufschließen. Jo, können wir machen. Aber was bringt mir das, ist die Frage. Ich weiß, dass wir jetzt irgendwie mit dem Satelliten noch was anstellen können und auch müssen. Es gibt jetzt wieder eine gute und eine schlechte Variante. Ich werde die gute wählen, weil ich es einfach besser finde und lustig. Ich speichere nochmal. Denn irgendwie können wir diesem Terminal jetzt sagen, Nutzlast abfeuern. Ah, seht ihr? Wir können jetzt sagen, wohin er abfeuern soll. Satellitenfeuerkontrollsystem. Achtung, Sicherheit deaktiviert, System entsperrt. Wo schicken wir die jetzt hin? Wir können es auf die Zitadelle der Bruderschaft schicken. Wir können Project Purity damit zerstören. Wir können Megaton zerstören, wenn man es noch nicht in die Luft gesprengt hat mit der Atombombe.
Wir können River City zerstören. Oder wir können die Plattform der Adams Air Force Base zerstören. Und damit überziehe ich jetzt, denn das ist das Ende des Spiels, Leute. Das wird der letzte Part. Ich würde gerne mal wissen, was ihr zerstören würdet. Was würdet ihr zerstören? Wahrscheinlich Project Purity, oder? Damit die gesamte erste Teil der Kampagne komplett sinnlos war. Oder Megaton, am besten nach der Atombombe, damit es auch richtig weg ist. Prag ist super, aber leider nicht mehr so billig wie vor 15 Jahren. Ja, das stimmt, Viridian. Ich fand Prag eigentlich auch ganz cool. Air Force Base. Alles? Ja, Chi, genau. Der hat nur noch 4 Raketen, das sind 5 Standorte. Nicht mal wenn eine Rakete ausreichen würde, um einen Erdboden gleich zu machen, würde das nicht funktionieren, Chi. Also irgendwo müsstest du dich entscheiden. Warum sollen wir was zerstören? Damit die Enklave keine Raketen mehr hat. Die hat nur den einen Satelliten noch und der hatte 8 Raketen. 4 haben sie abgefeuert, um hier Liberty Prime zu erledigen. Und jetzt sind noch 4 übrig. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass der Satellit nicht mehr eingesetzt werden kann. Was ist das Beste, was man damit machen kann? Man feuert den Scheiß einfach ab. Dann ist leer, das Ladesystem hat einen Fehler, das heißt, es kann nichts mehr durchkommen, läuft. Satellit ist unbrauchbar. Aber wie kann man noch mehr dafür sorgen, dass der Satellit unbrauchbar bleibt? Ich würde nämlich sagen, indem man die Plattform der Adams Air Force Base zerstört. Ja, Paint, dann, das tut mir leid. Wir waren überall, an jedem dieser Orte. Ich könnte ins Meer schießen, aber warum? Hier ist der Stützpunkt der Enklave. Ich werde die Enklave komplett vernichten damit. Und deswegen feuere ich auf die Adams Air Force Base. Achtung, dadurch werden alle Gefechtskopfe auf das Ziel eingestellt und diese Station gesperrt. Kill 'em all. I say. Kill 'em all. Dieses Ziel ist nur für die Selbstzerstörung vorgesehen. Eine abschließende Genehmigung ist erforderlich. Jo, läuft. Von der mobilen Plattform der Enklave entkommen. Sie haben Karma dazu gewonnen. Yay! Ja, dummerweise fliegt uns jetzt alles um die Ohren und wir sind mittendrin. Das ist nicht ganz so prickelnd, würde ich sagen. Aber guck mal, was da kommt. Hallo! Na? Meine Freunde! Ich mach jetzt nochmal ein Save. Hey! Sie sind überrascht, mich zu sehen. Irgendwie schon, du lagst im Koma, Mädchen. Aber hallo, sie sehen schon wirklich viel besser aus. Naja, da müssen wir uns bei der Pride bedanken. Ohne sie wären wir jetzt beide tot. Aber reden wir von ihnen. Sie haben verdammt gute Arbeit geleistet. Der ist doch schon abgehauen, Madeline. Verdammt gute Arbeit. Jetzt muss ich aber meinen Job erledigen und sie in diesen Wordy Bird verfrachten, bevor hier alles hochgeht. Und der Sven hat für die Enklave gearbeitet. Das reicht eigentlich schon als Grund. Wie Sie wollen, reden können wir auch in der Zitadelle. Beeilen Sie sich. Der Raketenangriff kann jeden Moment niedergehen. Ja, Wächterin Lyons rettet uns. Super. Und das wird jetzt, das ist eine richtig geile Szene, Leute. Die ist richtig, richtig cool. Einen Moment nur. Ich setze den Vogel neben dem Flugsicherungsturm auf. Dann sehen wir uns das Feuerwerk an. Also ich fand die zumindest extrem geil. Spektakel. Und wir fliegen das erste und einzige Mal in einem Vertibird. Das finde ich auch cool. Jetzt sieht man, wie das Ding von innen aussieht, was wir gerade mehrfach in die Luft gejagt haben. Eigentlich gar nicht so geräumig, ja? Obwohl, eigentlich geräumiger, als man es vom Militär erwarten würde. Ja, und jetzt schauen wir uns das Spektakel an von der Flugkontrolle. Von der wir vorher die Laderampe da unten, die Rampe geöffnet haben. Und there they coming. Yes, es ist so wunderschön. Mm. So eine Genugtuung. Okay, das waren 4 Raketen, also für mich sah das nach 20 aus. Ah... Alle Todeskrallen da drin sind übrigens auch tot. Wohlverdient, wie ich finde. Dreckig Viecher. Yay, guck mal, wie sie alle jubeln und keiner sagt was. Juhu, yay. Ah. Ja, so endet die Reise. Die Enklave ist vernichtet, das Ödland ist relativ sicher ohne die. Bis auf die paar Raider, die da rumlaufen, aber die kann man relativ leicht in Schach halten. Die Enklave hatte immerhin ähnliche Waffen wie wir. Na los, steigen Sie schon in den Wordy Bird! Wordy Bird! Geil. Ich finde die Dinger echt extrem cool. Ich finde es richtig geil. Das müsste jetzt irgendwas um Part 100 rum sein. Meine ich. Lyons wird ein paar Fragen stellen, sobald wir gelandet sind. Okay. Keine Sorge wegen der restlichen Streitkräfte der Enklave.
Wir kümmern uns darum. Ach, ihr macht jetzt auch mal ein bisschen Arbeit, ja, das ist nett von euch. Es ist ja nicht so, als ob ich schon dreimal die gesamte Armee, alle Menschen im Ödland ausgelöscht habe, was ich da an Armee gekillt habe. Unglaublich. Ja, es war lang, Paint, genau. Es müsste jetzt irgendwas von wirklich, ja, oder? 90? Irgendwas zwischen 90 und 100 müsste es eigentlich sein. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich habe heute noch ein paar Parts, bin ich noch am Hochladen gewesen. Als ich sie vor einiger Zeit zum ersten Mal traf, vom letzten Stream, traute ich ihren Beweggründen nicht. Und ihre Methoden gefielen mir noch weniger. Weil Im Kampf um Projekt warum? Purity haben sie sich bewährt. An diesem Tag verflogen alle Zweifel, die ich in Bezug auf sie gehegt hatte. Jetzt, da die Enklave in Trümmern liegt und dies alles nur ihnen zu verdanken ist, fehlen mir fast die Worte. Ich bin stolz darauf, sie einen von uns nennen zu können. Und verspreche, dass ihre heutigen Taten in die Geschichte eingehen werden. Im Namen der stählernen Bruderschaft und der freien Bewohner dieses Ödlands danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Yay, das war jetzt ein bisschen antiklimaktisch, aber ja. Wer wagt, gewinnt. Als ich sie damals in diesem Tal in Chevy Chase zum ersten Mal sah, hielt ich sie für einen verkommenen Ödländer. Zum Glück habe ich mich geirrt. Mädchen, ich war bis da. Mein Vater hält sehr viel von Ihnen und ich ebenfalls. Unter anderen Umständen hätten wir vielleicht mehr Zeit gehabt, um Freunde zu werden. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Glück. Ich hoffe, dass Sie eine Weile bleiben. Wir brauchen Leute wie Sie, um das hier zu Ende zu führen. Ich war da schon bis an die Zähne bewaffnet. Hat er jetzt nicht irgendwie was gesagt, dass ich kein einfacher Ödländer bin? Gibt's sonst noch was, womit ich helfen kann? Nee, haben wir den Enklave jetzt vollkommen vernichtet. Mein Vater meint, wir sollten die Grenzen bewachen, damit sie keine Verstärkung anfordern können. Aber ich glaube, das wird noch eine Weile dauern. Nach dem Schlag, den wir ihnen versetzt haben, werden sie lange Zeit brauchen, um sich wieder aufzurappeln. Ja, ich glaube Station Chevy Chase oder so haben wir sie das erste Mal getroffen. Was steht für die Pride als nächstes an? Vater schickt uns nach DC, um die Ruinen durchzukämmen und die Supermutanten zu eliminieren. Laut ihm sind sie unsere nächste große Herausforderung. Indeed. Manchmal hätte ich einfach gern einen Moment Ruhe. Aber ich muss die Haltung bewahren und dafür sorgen, dass die Maschinerie läuft. Und genau das werde ich tun. Och, die arme Sarah. Was kriegt mit der Bruderschaft? Wenn Sie glauben, dass die Pride jetzt nichts mehr zu tun hat, haben Sie ein Rad ab. DC ist immer noch voller beknackter Frankenstein-Monster. Und wir sollen für Rothschild von hier bis Virginia jedes verdammte Blechteil aufklauben. Wenn das nicht nach Arbeit klingt, was dann? Gibt es sonst noch etwas, womit ich der Bruderschaft helfen kann? Naja, die Pride hat das Stadtzentrum bereits ziemlich gut unter Kontrolle. Was denkt ihr, ja? Vielleicht sollten Sie mit Paladin Tristan oder dem gelehrten Rothschild sprechen. Möglicherweise haben die etwas für Sie. Wir werden jetzt noch zwei Sachen machen. Nämlich mit Rothschild sprechen. Ich brauche Hilfe. Da bist du. Reden, ja. Die vielen Ausrüstungsteile aus den Ruinen, die Sie an der Adams Air Force Basis hinterlassen haben, haben wir wohl Ihnen zu verdanken. Hiermit sind wir dem Gegner im Ödland immer einen Schritt voraus. Erst 1,5 Jahre? Bringt es auch meine Rekonstruktionspläne voran. Merken Sie sich meine Worte. Prime wird wieder laufen. Das mag zwar Monate oder sogar Jahre dauern, aber wir werden ihn wieder zusammenflicken. Falls Sie bereit sind, uns bei diesem Unterfangen zu helfen, dann sagen Sie mir einfach Bescheid. Also ich meine, im Juni 2013 habe ich meinen Kanal aufgemacht. Also mein Kanal ist erstmal 2 Jahre alt, also ein bisschen mehr, 2,5, aber ja. Ja, okay. Liberty Prime, wie läuft die Rekonstruktion? Ihn wieder zusammenzusetzen ist eine Heidenarbeit. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauern wird. Monate, vielleicht sogar Jahre. Der einzige Lichtblick ist die Gelegenheit, Prime von Grund auf neu zu bauen und ein paar Verbesserungen vorzunehmen. Der hat Atombomben geworfen, Junge. Vorräten im Kampf gegen die Enklave aufgebraucht hätten. Irgendwie kann ich ihm aber helfen. Ja, Sie können uns gerne noch helfen. Das würde mir sehr gelegen kommen. Wie Sie wissen, bin ich mit dem Wiederaufbau von Liberty Prime beschäftigt. Eine große Herausforderung. Liberty Prime. An seinen derzeitigen Zustand. Großartig. Um ihn wieder auf die Beine zu bringen, brauche ich neben viel gebrauchtem Schrott noch einige besondere Gegenstände für seine komplexen Systeme. Halten Sie unterwegs Ausschau nach Sensormodulen. Damit kann ich seine elektrischen Komponenten wiederherstellen. Das Dringendste wären allerdings alte Kameras. Primes Optik wurde bei der Explosion komplett zerstört. Mit den Kamerateilen kann ich sie reparieren. Yay, wir haben Kameras für Sie. Großartig.
Denn die habe ich deswegen gesammelt. Weil ich Prime toll finde. Und ja, viel Spaß dabei. Wir haben 4 Kameras im Moment schon mal gebracht. Das ist wenigstens etwas. 400 Kronkorken, Leute. Das ist eine Goldgrube. Ja, aber wir brauchen sie nicht mehr. Ich wollte das noch mit ihm machen. Wir können gerade noch mal bei ihr... Also mit ihm machen, ha. Wir können gerade noch mal in sein Labor gucken. Da steht nämlich jetzt Liberty Prime in Einzelteilen rum. Oh, hallo, Lions. Na, wie geht's? Sollte er zumindest, oder? Ja. Das sind die Reste von Liberty Prime. Hm. Aber was ich noch besonders cool fand, das hat mich sehr an Red vs. Blue erinnert. Wo ist es denn? Willkommen. Wo ist er denn? Ja, da. Seien Sie gegrüßt. Nämlich hier, wo einfach sein Kopf rumliegt. So gut. Ah, ich fand's einfach die lustig. Bruderschaft steht zu die würde ich mir gerne mitnehmen, aber ja, lass mal erstmal liegen. Kann man später noch. So, jetzt machen wir nur noch eine Sache in diesem Let's Play. Eine einzige Sache und das hat sich Gary Lindy jetzt sehr verdient. Ich will nicht in die Smithy, ich will Courtyard. Kann ich Ihnen melden, dass die Entwicklung der Aufklärungsrüstung Mark II planmäßig vorankommt? Was heißt ob, Viridian? Was heißt ob? Wir machen wir ja gleich, also wir werden das mal antesten zumindest und mal gucken, wie es ist. Und wer weiß, wenn ihr das möchtet und wenn es mir gefällt, dann machen wir vielleicht ein Projekt da draus. So, wir gehen nach Megaton, die Stadt, die wir ja nicht zerstört haben. Wir waren ja ziemlich gut. Wir sind, jetzt könnte ich euch mal ein bisschen was zeigen. Wir sind sehr gut, ein Erlöser im Ödland, Erlöser des Ödlandes. Wir haben 43 Aufgaben erfüllt, 96 Orte entdeckt, 476 Leute getötet, 961 Kreaturen getötet, 144 Schlösser geknackt, 61 Computer gehackt, 187 Stimpacks genommen, 4 Rad X genommen, Rad Away 27, Medikamente an sich 11 genommen. Wir waren nicht einmal abhängig, sehr, sehr gut. Wir haben 96 Minen entschärft, das meiste davon ist wahrscheinlich Minefield und Pit gewesen. Wir haben 27 Unterhaltungserfolge gehabt, auch cool. 0 ausgeraubte Taschen, nichts in die Luft gejagt oder niemanden in die Luft gejagt. Ich weiß nicht, ob das auf Personen zielt, dass man zum Beispiel eine Granate ins Revers schiebt und dann platzen die einfach. Ja, stimmt, ich weiß noch nicht genau, ob ich Let's Play Viridian, also das müssen wir halt gleich gucken. Wir haben 53 Bücher gelesen, 4 Wackelpuppen gefunden, da gibt es halt noch ein paar mehr, aber was soll's. Wir haben 3 Waffen erstellt, keine Leute gemäst. Gemäst, das sind Leute, die, also damit, das machen Sklaventreiber, also die betäuben die damit und dann werden die verkauft. Wir haben 3 Gefangene gerettet, tödliche Sandmann-Attacken gar keine, keine Lähmungsschläge, keine Roboter deaktiviert. Wir haben keine Aufträge erfüllt, offensichtlich, was keinen Sinn macht, aber okay. Wir haben keine Leichen gegessen. Wir hatten 12-mal den mysteriösen Fremden zu Besuch. Das ist 12-mal mehr, als es bei Bruger war. Was extrem lustig ist. Ja, das sind unsere Statistiken. Sehr cool. Unsere Perks könnt ihr hier auch nochmal kurz angucken. Ich meine, nur mal so drüber gucken. Es war eine ganze, ganze Menge. Schaut euch an, wie viele Perks wir gesammelt haben. Mann, Mann, Mann. Richtig, richtig krass. Und natürlich das wichtigste Perk, die Welpen. Oh, falls Dogmeat stirbt, können Sie mit dem extra Welpen aus einem Wurf von Welpen einen neuen Hund als Begleiter bekommen. Haben Sie nur ein wenig Geduld, dann wird Ihr neuer vierbeiniger Freund außerhalb von Vault 101 auf Sie warten. Und ich will bloß hoffen, dass in Fallout 4 auch sowas existiert. Ich will den armen Hund nicht verlieren. Ja, wir haben 10 Stärke, 9 Wahrnehmung, 9 Ausdauer, eigentlich auch 9 Charisma, aber der Helm reduziert das, 9 Intelligenz, 9 Beweglichkeit und 9 Glück. Wir sind einfach nur gottgleich. Und ich will jetzt, dass Gary Linde fit ist. So. Gary Linde geht's super. Unglaublich super. Sie ist perfekt. Sie hat maximale EP, Level 30, 570 Lebenspunkte. Und so wie sie ist, wird sie sich jetzt zur Ruhe begeben. In ihr Haus. Und in ihr Bett. Und dort wird sie sich zu einer langen und wohlverdienten, möchte ich meinen, Ruhe begeben. Schön, Sie gesund und wohlbehalten wiederzusehen. Ja, danke schön, Farnsworth. Ich wünsche eine gute Nacht. Ich hoffe, du passt aufs Haus auf. Wir geben die Colaflaschen in Kühlung. Wir holen uns noch die Medikamente ab, die wir uns hier gebastelt haben. Mentats, yay, was fürs Gehirn anscheinend. Gehirndrogen. So. Gary Linde wird jetzt ins Bett gehen. Hundi, weiß nicht, kann auf dem Tisch schlafen. Ne, machst du gern, Dogmeat, ist super. Und ich verabschiede mich von euch, von Fallout.
und vom Stream und so weiter. Wir machen jetzt noch ein bisschen weiter, aber für euch auf YouTube ist jetzt zumindest, Ende, zumindest das Ende da. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, Fallout 3 zu schauen. Und ja, seid vielleicht beim nächsten Projekt mit dabei. Vielleicht sogar mal im Stream. Bis dann, Leute. Gute Nacht.